Moin Leute, endlich ist es auf dem Transfermarkt wieder soweit gewesen. Werder hat wen verpflichtet? Es ist Ömer Toprak vom BVB und er wird ja nicht ganz kontrovers diskutiert, aber es wird von ein paar Teilen ein bisschen kritisch gesehen, was ich persönlich ehrlich nicht so gut nachvollziehen kann und eigentlich auch gar nicht verstehen kann, was ich euch gleich genau erklären werde, warum das so ist. Denn persönlich muss ich sagen, Toprak ist Stand jetzt für unsere Abwehr, nicht nur aufgrund der beiden etwas längeren Ausfälle von Veljkovic und Langkamp, auf jeden Fall ein Upgrade zum vorhandenen Personal. Und ohnehin ein Spieler, der beim BVB vielleicht auch dritter oder vierter Innenverteidiger wäre, ja, da wäre es vielleicht ein bisschen vermessen, als Bremer zu sagen, der kann uns in keinster Weise helfen. Das kann Toprak nämlich sehr wohl und ich möchte da auch gleich mal mit so ein paar Trugschlüssen aufräumen. Klar, Toprak ist ein Ü30-Spieler, allerdings auch gerade erst 30 geworden, senkt den Altersdurchschnitt, den wir in der Mannschaft haben, nicht unbedingt. Aber dieses Argument, wir werden in der Innenverteidigung bzw. in der Defensive noch langsamer, Leute, das greift überhaupt nicht, weil Toprak eigentlich eher zu den schnellsten Innenverteidigern der Liga zählt. Und gerade in puncto Geschwindigkeit, da bringt er uns da hinten nochmal enorm weiter. Und auf der anderen Seite wurde immer mal wieder was mit Verletzungsanfälligkeit geschrieben. Und wenn man da auch mal so ein bisschen guckt, ich habe mir die Verletzungshistorie gerade hier auch einfach nochmal aufgerufen. Also es war wirklich, es gab nur eine Saison, in der Toprak mal wirklich 7 Spiele am Stück verpasst hat und damals war es ein Muskelfaserriss. Eine ähnlich schlimme Verletzung hat er mal gehabt, als er auch wieder 4-5 Wochen ausgefallen ist mit einem Oberschenkelmuskelriss in der Saison 17-18. Und drumherum gab es, wenn überhaupt, nur mal Wehwehchen. Also Toprak ist auch wirklich nicht der Inbegriff eines verletzungsanfälligen Spielers, sondern eigentlich eher einer, der wirklich die ganze Saison durch Gas geben wird, Gas geben kann. Und das hat er ja auch schon in den O-Tönen gesagt, dass er das bei Werder auch tun will. Er will Verantwortung übernehmen. Er hat es ja auch bei Leverkusen schon vor allen Dingen gemacht, bevor er beim BVB war. Da war er Vizekapitän. Und ich kann mich da wieder nur wiederholen. Toprak ist für uns eine Verstärkung. Toprak macht uns defensiv definitiv stabiler und ich bin auch sehr froh, dass dieser Wechsel geklappt hat. Zu Modalitäten, die die Ablösesumme bzw. die Fälligkeit der Ablöse nach hinten verschieben. Er wird erstmal geliehen, allerdings ist es dann eher nicht nur eine Kaufoption, sondern eine Kaufpflicht, die greift. Wahrscheinlich hat man sich da auf irgendwie eine Mindestanzahl von Spielen geeinigt und wenn die absolviert sind, dann wird die Kaufpflicht greifen. Roundabout sollen es am Ende dann um die 5 Millionen Euro sein. Auch die Leihgebühr soll jetzt knapp über 1 Million Euro liegen. Zumindest laut Transfermarkt. Auch da kursieren jetzt so kurz nach dem Transfer noch sehr viele unterschiedliche Meldungen. Aber ich glaube, zu diesen Rahmenbedingungen ist es für uns echt ein guter Move. Mit dem Gehalt ist er vom BVB von 6 Millionen die Hälfte runter. Damit ist er bei uns unter Klassen. Aber ein Spieler mit der Klasse, der locker noch 3, 4 Jahre eigentlich auf gutem Bundesliga-Niveau spielen kann und uns auch wirklich jetzt gerade in einer Phase, wo wir im Aufschwung sind, wo wir uns nach vorne entwickeln wollen, der uns da wirklich helfen kann, das Team weiter zu stabilisieren, da ist das einfach eine angemessene Summe. Zu den Stärken von Toprak, also ich glaube, wenn man ihn dann so ein paar Mal beobachtet hat, das hat sich auch wirklich schon zu Freiburger Zeiten, Leverkusener und Dortmunder Zeiten so durchgezogen. Er ist defensiv eigentlich eine glatte 1 für mich, stark in den Zweikämpfen, auch wirklich sehr, sehr gut, wie er den Körper einsetzt, sei es beim Abschirmen von defensiv eroberten Bällen, aber auch wenn er dann irgendwie in Zweikämpfe muss und dann seinen Körper geschickt einsetzt, um dann irgendwie den Gegenspieler aus dem Gleichgewicht zu holen. Aber eine andere große Stärke ist vor allen Dingen auch so seine Antizipation. Wenn er dann zum Beispiel irgendwie gerade in die Luftduelle geht oder auch wirklich Pässe des Gegners erahnt und da auch wirklich dann konsequent dazwischen gehen kann. Die Geschwindigkeit habe ich ja schon eingangs erwähnt. Das ist sicherlich eine seiner Königsdisziplinen. Auf der anderen Seite ein sehr, sehr gutes Kurzpassspiel. Also er ist eigentlich ein gutes Gegenstück zu Moisander, weil Toprak eher so ein Spieler ist, der häufig den sicheren, den kurzen Pass sucht, häufig dann über den Sechser geht. Könnte ja dann auch mit Şahin zu Saisonbeginn ein guter Freund von ihm sein. Beide haben beim BVB auch eine Saison zusammen verbracht, waren aber davor währenddessen und danach auch immer gut befreundet. Also auch das könnte natürlich den Transfer begünstigt haben in dem einen oder anderen Gespräch. Da hat Şahin sicherlich viel Gutes über die Jungs von der Weser und den ganzen Verein, die Fans und so erzählen können. Also bin ich mir sehr sicher, dass das Toprak auch nochmal bestätigt hat,
dahingehend, dass er, wie er selber dann auch sagte, wirklich ein gutes Bauchgefühl haben konnte und jetzt auch bei Werder ist. Also die langen Bälle allerdings, da würde ich eher so sagen, das sind so ein bisschen wie Wehchen, die Toprak haben kann. Das ist dann eher so Moisanders Königsdisziplin. Da ist Toprak dann eher, was die Spieleröffnung, den Spielaufbau, das Umschaltspiel angeht, eher so Variante sicher, da allerdings auch häufig konstant gut. Und auf der anderen Seite haben wir ja mit Moisander einen, der es dann mit diagonalen oder längeren Bällen ankurbeln kann. Und die Defizite, die Moisander hat, die gleicht dann Toprak aus. Ich glaube, das kann wirklich ein ganz, ganz gutes Duo werden. Deshalb, wie gesagt, ich bin vollkommen zufrieden, dass der Toprak-Deal geklappt hat. Würde mich über die eine oder andere Verstärkung natürlich trotzdem noch freuen. Bin aber auch sehr gespannt auf eure Meinung zu Toprak, weil wie gesagt, ich habe gelesen, es gab gute Kommentare, sehr gute Kommentare, sagen wir mal zwiegespaltene Kommentare, aber tatsächlich auch negative Kommentare zum Transfer. Die konnte ich halt nicht so ganz nachvollziehen. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie es hier so bei den Leuten aussieht. Was denkt ihr? Schreibt es mir, wir schnacken dann drüber. Ansonsten warten wir mal ab, was Baumann noch so macht, Leute. Reingehauen, guter DFB-Pokalstart und der Bundesliga-Start kann kommen. Ciao, Leute. Wir sehen uns.